Wie heißen Sie eigentlich genau? Ich heiße Gabriele Schirne. Und wo sind wir jetzt hier? Wir sind hier im Dienstzimmer des Oberbürgermeisters an dem Besprechungstisch. Und was machen Sie überhaupt genau? Ich bin die Chefsekretärin von Stefan Reil. Ach so, und verstehen Sie sich gut mit dem Oberbürgermeister? Ich verstehe mich ganz prima mit dem Oberbürgermeister, ja. Wissen Sie von den Hobbys des Oberbürgermeisters? Ich weiß, dass er gerne Fußball spielt und Fußball guckt. Er ist großer Fan von Hannover 96 und er liest sehr gerne. Das tue ich nämlich auch. Deswegen haben wir immer ein Thema, was Bücher betrifft. Und er joggt regelmäßig. Ja, das sind eigentlich so die Hobbys, die ich kenne vom Oberbürgermeister. Haben Sie denn durch Ihre Arbeit als Sekretärin schon mal eine mehr oder weniger berühmte Persönlichkeit sozusagen getroffen? Ich habe hier schon viele berühmte Persönlichkeiten getroffen. In erster Linie sind das Politiker, aber ich habe Lena kennengelernt, Heinz-Rudolf Kunze, die Scorpions waren hier vor längerer Zeit allerdings schon. Also man lernt hier schon eine ganze Menge berühmte Leute kennen. Warum hat der Oberbürgermeister unbedingt Sie ausgewählt als Sekretärin? Er hat mich nicht ausgewählt, sondern er hat mich von seinem Vorgänger übernommen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir prima zusammenarbeiten können. Und das haben wir jetzt seit 14 Jahren weitergeführt. Und wir haben gehört, dass Sie sehr schnell lesen können, stimmt das? Ja, das stimmt. Das brauche ich in meinem Beruf. Und ich habe Germanistik studiert, da habe ich das gelernt. Und wie machen Sie das? Man muss praktisch den... Das ist eine schwierige Frage. Man überfliegt. Aber das macht man nur, wenn man etwas schnell erfassen muss. Das ist kein Spaß, lesen. Wenn ich sozusagen als Hobby lese, dann mache ich das nicht, weil dann möchte ich ja die Bücher genießen. Das ist nur, wenn man etwas schnell vom Sinn her erfassen muss. Also Sie sind ja von Montag bis Freitag hier. Wie oft ist denn der Oberbürgermeister hier? Der Oberbürgermeister ist auch viel am Wochenende hier. Natürlich von Montag bis Freitag, wenn er nicht auf Dienstreise ist, was relativ regelmäßig und häufig der Fall ist. Aber er ist auch ganz viel am Wochenende hier. Eigentlich nur ein Scherz, weil hat sich der Oberbürgermeister schon mal die Haare gefärbt? Ich kenne ihn nicht mit gefärbten Haaren, ich kenne ihn aber mit Vollbart. Als ich ihn kennengelernt habe, hat er einen Vollbart gehabt, den hat er sich dann aber ganz schnell abnehmen lassen. Und seitdem sieht er so aus, wie er jetzt auch aussieht. Oh. Welche Ausbildung muss man machen, um die Sekretärin des Oberbürgermeisters zu werden? Ja, welche man machen muss, da gibt es keine feste Ausbildung. Ich habe Germanistik studiert und... aber nur 4 Semester. Ich habe sehr früh geheiratet mit 21 und meine Kinder bekommen. Und dann habe ich eine Ausbildung als Bürogehilfin an der Volkshochschule gemacht und habe mich dann bei der Stadt beworben. Die habe ich gleich genommen und dann hat sich das halt so entwickelt. Und macht Ihnen Ihr Job Spaß? Mein Job macht mir sehr viel Spaß, ja. Und Sie sind auch glücklich, dass Sie diesen Job haben wollen? Ich bin sehr glücklich, ja. Wie viele Bücher haben Sie schon gelesen? Oh. Also ich habe bestimmt 2000 Bücher gelesen, sag ich mal, aber ich habe noch ungefähr 3000 ungelesene zu Hause. Ich habe eine sehr große Bibliothek. Und was ist so Ihr Lieblingsessen? Ich esse auch sehr gerne Spaghetti. Ja, und das Rathaus hier ist ja ziemlich groß. Und kennt Sie sich dann überall aus? Wissen Sie, wo jeder Politiker sitzt oder müssen Sie da schon manchmal nachfragen? Ich muss auch manchmal nachfragen. Ich weiß zwar, wo die wichtigen Leute sitzen, aber bis zum 2. Stock kenne ich mich gut aus. Ab dem 3. Stock weiß ich nicht mehr so richtig, wer wo sitzt. Ja, das waren unsere Fragen und wir bedanken uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Ich danke auch, hat viel Spaß gemacht. Und zwar.